Jetzt zu den Inhalten der Leitlinien, wie sie in dann überarbeiteter Form auf Basis der ganzen Beteiligungsergebnisse dann vom Arbeitsgremium beschlossen wurden. Aufgebaut sind die Leitlinien mit folgenden Elementen. Es gibt eine Präambel, es gibt dieses Kapitel Wichtiges für alle Grundsätze und Instrumente, dann die Grundsätze und die Instrumente, die ja dazu dienen sollen, die Grundsätze auch tatsächlich umzusetzen. Die Präambel umfasst natürlich die Ziele der Leitlinien. Es soll deutlich werden, dass eine Beteiligungskultur gefördert werden soll, und zwar in Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Bürgerschaft. Die Leitlinien sollen dazu motivieren, sie sollen einen motivierenden Rahmen bilden, um gemeinsam Lösungen zu finden. Und sie setzen natürlich auch Standards für die informelle, nicht gesetzlich geregelte Beteiligung. In der Präambel ist auch deutlich gemacht, wofür die Leitlinien gelten. Sie gelten für Projekte und Prozesse der räumlichen Stadtentwicklung, der Berliner Senatsverwaltung. Sie sind aber auch für Bezirke anwendbar. Sie sollen dauerhaft gelten, sie sollen also zum Beispiel nicht an eine Wahlperiode gebunden sein, sie sollen aber auch regelmäßig überprüft und weiterentwickelt werden. Es gibt in der Präambel auch einen Absatz, da geht es um den Faktor Zeit. Es ist klar, dass Beteiligung auch Zeit braucht. Es wird aber auch betont, dass die Möglichkeit, sich frühzeitig zu beteiligen, auch dazu führen kann, Prozesse zu beschleunigen, wenn möglichst frühzeitig Interessen eingebracht werden können, dann kann auch frühzeitig darüber diskutiert werden und es können spätere Verzögerungen vermieden werden. Ja, ich soll auf die Zeit achten, ich muss aber das Kapitel Wichtiges für alle Grundsätze und Instrumente kurz noch erläutern. Und zwar, es ist in diesem Kapitel das Verständnis von Bürgerinnen und Bürgern formuliert, das für diese Leitlinien verwendet wird. Und das ist ein breites Verständnis. Es sind damit alle gemeint, die in Berlin wohnen und auch die, die sich für die Stadtentwicklung Berlins interessieren. Und es sind viele Beispiele in dem Kapitel genannt, wen das alles umfasst. Es ist außerdem auch sehr konkret formuliert worden, was mit Verbindlichkeit im Rahmen dieser Leitlinien gemeint sein kann. Es ist ja hier kein Gesetz, sondern es sind Leitlinien, die natürlich stark selbstverpflichtenden Charakter haben. Verbindlichkeit kann hier nicht juristisch verstanden werden, aber als Selbstverpflichtung. Damit ist auch eingeschlossen, eine Verpflichtung dazu, Rückmeldung zu geben zu Ergebnissen von Beteiligung. Als Anforderungen sind in dem Kapitel sehr deutlich formuliert, dass es in allen Projekten und Prozessen Barrierefreiheit geben sollte, wenn es um Beteiligung geht, dass die interkulturelle Kommunikation berücksichtigt werden sollte und auch Kinder- und Jugendbeteiligung möglichst in allen Projekten und Prozessen Berücksichtigung finden sollte. Außerdem ist in diesem Kapitel noch dargestellt, was es für verschiedene Formen und Stufen von Beteiligung gibt. Und es wird betont, dass es nicht nur um Stufen wie Information bei der Beteiligung gehen soll, sondern dass angestrebt werden soll, Mitwirkung und Kooperation als Beteiligungsstufen auch zu erreichen. Jetzt noch ganz kurz zu den Grundsätzen, die die vom Arbeitsgremium beschlossene Fassung enthält. Es sind jetzt noch 9 Grundsätze. Ich versuche sie ganz kurz zu umreißen für Sie. Ich möchte bei der Gelegenheit auch darauf hinweisen, dass Sie hier auf der Veranstaltung und natürlich auch online die Leitlinien in einer Kurzfassung, in so einem kleinen flyerartigen Papier und Dokument finden und dass Sie die ausführliche Fassung der Leitlinien einschließlich einer Prozessdarstellung in einem größeren Dokument auch hier finden und dass Sie die auch gerne mitnehmen können und dass sie Ihnen natürlich auch online zur Verfügung steht. Der erste Grundsatz, gut miteinander umgehen, scheint selbstverständlich, wird aber als Anforderung, als Standard hier an erster Stelle genannt.
Es sollen unterschiedliche Ansichten respektiert werden. Es soll deutlich auch dokumentiert werden, was gab es an Kritik, an Empfehlungen. Es soll eine Antwort auch der Verwaltung geben zu diesen Ergebnissen. Eine neutrale Moderation ist wichtig und der Austausch miteinander soll respektvoll und offen sein. Und damit sind alle Akteure, alle Menschen gemeint, die in einem solchen Prozess dann mitwirken und beteiligt sind. Der zweite Grundsatz, da geht es darum, Bürgerinnen und Bürger in Beteiligungsprozessen zu stärken. Also nicht einfach nur Beteiligung machen, sondern Beteiligung auch zukünftig zu erleichtern. Und dafür sind ja auch die verschiedenen Grundsätze, aber insbesondere auch Instrumente in den Leitlinien gedacht. Der dritte Grundsatz umfasst, dass Entscheidungsspielräume deutlich gemacht werden sollen, festgelegt werden sollen und innerhalb dieser Entscheidungsspielräume, die für die Bürgerinnen und Bürger sichtbar werden müssen, soll dann auch Ergebnisoffenheit garantiert werden. Das heißt, es soll für mich und für Sie als Bürgerin, als Bürger klar werden, wozu kann ich mich hier eigentlich beteiligen, wie viel Spielraum ist eigentlich gegeben. Es soll aber auf jeden Fall dann auch noch die Möglichkeit geben, Empfehlungen aufnehmen zu können und es soll natürlich auch deutlich werden, wer am Ende die Entscheidung trifft. Dann der Grundsatz frühzeitig informieren und einbeziehen. Das ist schon mehrfach erwähnt worden. Es soll auch darum gehen, schon dann Beteiligung zu ermöglichen, wenn man über Ziele von Planungen spricht, weil ja schon in dieser Phase auch Weichen gestellt werden. Und weil Bürgerinnen und Bürger auch Zeit brauchen, um sich sachkundig zu machen. Viele verschiedene Beteiligen. Der fünfte Grundsatz, da geht es vor allen Dingen darum, dass wirklich verschiedene Bevölkerungsgruppen einbezogen werden, natürlich unterschiedliche Altersgruppen, aber eben auch, da kommen wir wieder zu der aufsuchenden Beteiligung, auch solche Bürgerinnen und Bürger, die sich von sich aus vielleicht eher selten beteiligen und auch solche, die nur indirekt von Planungen betroffen sind. Das wollten wir eben durchs Mikrofon halten vermeiden, aber jetzt ist es doch passiert. Der sechste Grundsatz für Information und Transparenz sorgen. Die Vorhabenliste ist bereits erwähnt worden und wird auch gleich von Ursula Flecken noch weiter erläutert. Es soll frühzeitig informiert werden, es soll deutlich werden, worum es geht, es soll verständlich informiert werden und es soll auch die Information regelmäßig aktualisiert werden. Der siebte Grundsatz, verbindlich Rückmeldung zu den Ergebnissen der Beteiligung geben. Über die Verbindlichkeit hatte ich Ihnen gerade vorgestellt, was in den Leitlinien da verfasst ist. Es ist wichtig, dass schriftlich und öffentlich dokumentiert wird, welche Empfehlungen berücksichtigt werden konnten, welche nicht und warum, wenn sie nicht berücksichtigt werden konnten, warum sie nicht berücksichtigt wurden. Natürlich, das zeigt der achte Grundsatz, braucht Beteiligung auch Geld, es braucht ein Budget, es braucht Ressourcen, es müssen Mittel im Landeshaushalt eingeplant werden, das ist schon angesprochen worden, für eine zentrale Anlaufstelle, auch für die Vorhabenliste. Und es besteht aber in diesem Grundsatz auch der Wunsch und wird auch deutlich dort ausgedrückt, dass auch private Bauträger dazu angehalten werden sollen, Mittel für die Beteiligung der Öffentlichkeit einzubringen. Und schließlich der neunte Grundsatz, die Leitlinien sind etwas, womit wir alle Erfahrungen machen müssen, wo Projekte und Prozesse stattfinden müssen, wo sie angewendet werden und wo dann geschaut werden muss, wie funktionieren sie und wo ein Beteiligungsbeirat dann auch gemeinsam mit der Öffentlichkeit darüber sprechen kann, was hat sich bewährt, was soll vielleicht auch angepasst und weiterentwickelt werden. Gut, das waren die Grundsätze. Ich werde Ihnen jetzt recht flott die Instrumente vorstellen, die ganz konkret geschaffen werden sollen, um diese Grundsätze umzusetzen. Hier sehen Sie sie aufgelistet. Ich muss sie nicht nochmal einzeln aufzählen. Die Anlaufstelle, das ist ein Ort, ein zentraler Ort für Bürgerbeteiligung, der geschaffen werden soll. Und zwar soll dieser Ort bestückt oder gestaltet werden durch sowohl die Verwaltung in Kooperation
mit einem freien, gemeinnützigen, zivilgesellschaftlichen Träger. Herr Künzel wird gleich noch vorstellen, wer Gruppen sind, die sich da rauf bewerben können. Und es gibt gleich dazu auch noch einen Stand hier, wo diejenigen, die Interesse hätten, sich darauf zu bewerben, noch nähere Informationen bekommen könnten. Was passiert in der Anlaufstelle? Dort, die übt eine sogenannte Lotsenfunktion aus, in der man erfährt, wo Information, Beratung und Begleitung zum Thema Beteiligung, man bekommt sie dort direkt oder man erfährt, wo man sie bekommen kann. Man erhält dort auch Unterstützung, wenn man Beteiligung auch anregen möchte bei Projekten, wo es bislang nicht vorgesehen ist. Und man erhält dort auch Unterstützung für selbstorganisierte Beteiligung. Zunächst geht es hier dabei darum, eine zentrale Anlaufstelle zu schaffen, aber den Bezirken ist auch, sind finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt worden, um auch bezirkliche Anlaufstellen noch zu schaffen. So, jetzt kommen wir zu der Vorhabenliste, was ja eine Karte ist und durch Frau Kahlefeld auch schon berichtet worden ist. Dazu möchte ich nur noch ergänzen, wichtig war dem Arbeitsgremium, dass dort auch Projekte frühzeitig draufstehen, nicht erst, wenn sie schon laufen, dass die Informationen auch immer aktuell sind. Das ist der Anspruch und dass sie eben auch leicht verständlich sind. In der Liste soll auch dargestellt werden, was die Auswirkungen der Planung sein könnten und eben auch die vorgesehenen Beteiligungsmöglichkeiten. Anregung von Beteiligung ist ja schon öfters gefallen. Bürger und Bürgerinnen können Beteiligungsverfahren anregen für Projekte, die auf der Vorhabenliste stehen, wenn dort eben dafür noch keine Beteiligung vorgesehen ist. Die Anregung kann formlos geschehen oder durch einen ganz einfachen Antrag. Wir hatten in einem ersten Entwurf mal Unterschriften, die gesammelt werden müssen, mit drin. Das ist alles rausgefallen aufgrund ihrer Anregungen vor allem. Gut, und letztendlich entscheidet dann über so einen Anregungsantrag die Senatorin auf Senatsebene beziehungsweise die zuständigen Stadträte auf Bezirksebene. Wenn dann Beteiligung durchgeführt werden soll, soll in Zukunft ein Beteiligungskonzept vorliegen, und zwar als verbindliche Grundlage für alle Akteure, also für Sie als Bürgerinnen und Bürger, für die Verwaltung, aber auch für die Wirtschaft, für die Investoren, dass alle sozusagen den Prozess von vornherein kennen und nicht überrascht werden während eines Projektes, was dort an Bürgerbeteiligung mal hier und mal dort vorgenommen wird. Dieses Konzept soll normalerweise von der Verwaltung erarbeitet werden. Wenn es aber ein Projekt ist von zentraler Bedeutung für die Stadt, dann soll dieses Beteiligungskonzept auch partizipativ erarbeitet werden. So, und man stellt sich das so vor, dass das Angaben enthält, was sind die Ziele der Planung, was sind Rahmenbedingungen, welche Zielgruppen sollen angesprochen werden, in welchen Formaten sind öffentliche Veranstaltungen oder eingeladene Workshops vorgesehen, das Ganze dann auch in einem Zeitplan transparent dargestellt. Schließlich zum Instrument des Beteiligungsbeirates. Der Beirat soll die Beteiligung und eben auch die Umsetzung der Leitlinien begleiten, beobachten, evaluieren.
Der Beteiligungsbeirat soll ein Gremium sein, auch aus 24 Mitgliedern, also ähnlich wie dieses Arbeitsgremium hier, aber die Zusammensetzung soll etwas anders sein, sollen 8 Bürgerinnen und Bürger Mitglied sein und die interessierte, die organisierte Zivilgesellschaft und weitere Interessensgruppen hätten 6 Sitze, Verwaltung 6 Sitze und Politik 4 Sitze. Und wichtig dabei ist auch für die quasi ehrenamtliche Arbeit auch eine Aufwandsentschädigung für die Bürger und Bürgerinnen zu bekommen. Gut, wichtig war dabei auch, dass die Sitzungen des Beirates öffentlich sind.